SK Rapid, herzlich willkommen. Lieber Didi, Analyse, torloses Remis gegen Sturm Graz. Die Gründe aus deiner Sicht für das 0:0? Ja, natürlich 0:0. Wir haben natürlich mehr Wort heute, dass wir das Spiel als Sieger verlassen. Mit dem Ausschluss natürlich dann grundsätzlich hast du zumindest an der Spielanzahl einen Vorteil. Aber ich denke, dass wir heute eigentlich nicht das abgerufen haben, was wir grundsätzlich kennen, und haben sehr langsam den Ball zirkulieren lassen, speziell nach dem Ausschluss, haben sehr wenig Spielverlagerungen gemacht und haben nicht den nötigen Punch gehabt, dass wir da zu dem Tor kommen, wobei wir dann noch eine Chance gehabt haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass das heute für uns nicht das beste Spiel war, aber kommt leider auch vor. Aber ja, so müssen wir den Punkt nehmen und haben jetzt zum Glück wieder am Mittwoch das nächste Spiel vor der Tür. Alles klar. Bitte, Christian Hagel, Mikrofon ist bereits unterwegs. Mikrofon ist unterwegs. Macht er das irgendwie ein bisschen so, als habt ihr schon zum zweiten Mal hintereinander nicht das abrufen können, was ihr kennt? Gut, das erste war Salzburg, ist natürlich ein anderes Kaliber. Aber jetzt wieder, ist es vielleicht doch noch eine Nachwirkung von diesem Salzburg-Spiel oder ist da irgendwas passiert? Hängt das vielleicht doch noch nach? Weil du hast selber gesagt, ihr habt es dann überzeugt. Natürlich habt ihr Chancen gehabt dann am Schluss, aber es ist irgendwie nicht gerannt, was du eh gesagt hast. Ja, wir haben überzeugt gegen WRC auch gehabt und haben 8 Tore geschossen. Ich hätte nur die 2 Spiele vor Alltag und dieses Spiel. Aber ich glaube, wir haben überzeugt 8 Tore geschossen gegen WRC. Also man kann ja die Dinge so oder so sehen. Also ich denke, dass das Spiel heute nicht das Beste war, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwo reingekommen war, sondern Sturm hat dann gut verteidigt. Wir haben einfach nicht diese Läufe angeboten, die was man brauchte. Wir waren einfach zu statisch in unserem Spiel. Und dass das Spiel nicht einfacher geworden ist, das war mir ganz klar. Also es ist immer, die Überzahl bedeutet zwar einen Mann mehr, aber das bedeutet nicht, dass das automatisch ein Sieger am Platz ist, weil sie verlieren einen Stürmer, aber vom Grundkonzept haben sie selber spielen können. Und das ist so, dass wir da einfach nicht die Lösungen gefunden haben, die was wir finden hätten sollen. Warte, das Mikrofon bitte den Herrn Solle, Christian. Zum zweiten Mal hintereinander, nach Salzburg sind wir da auch gesessen und du hast auch gesagt, wir haben das nicht abrufen können, was wir können, was wir eigentlich können. Ja, und jetzt wieder irgendwie. Das meine ich, dass das jetzt zum zweiten Mal hintereinander war, dass ihr ganz einfach nicht eure Möglichkeiten ausschöpfen konntet. Wobei Salzburg ein anderes Kaliber natürlich ist, bei allem Respekt vor Sturm. Ne? Ja, denke ich auch, dass Salzburg ein anderes Kaliber ist. Sturm spielt auch ein anderes Spiel. War dann sehr, sehr schwierig, auch, muss ich dazu sagen. Zweite Halbzeit war sehr, sehr viel Fouls geworden und der Rhythmus ist da auch ein bisschen nicht gegeben worden, weil war ja permanent dann Unterbrechung. Und ich glaube, dass uns das auch nicht geholfen hat, muss man dazu sagen. Aber wir nehmen uns schon an den eigenen Nosen und sagen, dass wir es besser machen können. Ja, und ja, haben jetzt Lask vor der Tür, aber grundsätzlich wird es nicht so sein, dass wir auf einmal, wo jetzt alle wieder gern hören würden, dass jetzt auf einmal irgendein Wurm drin war. Nein, also Meisterplauf ist so, dass wir wissen, dass das enge Spiele geben wird. Das ist einfach so. Das wird sich jetzt gegen keinen Gegner ändern. Ja, letzte Woche, das war Ausreißer, und die Spiele werden grundsätzlich gegen jede Mannschaft eng sein, weil es einfach so ist, dass jetzt bis auf Salzburg sind die Mannschaften auf einem guten Niveau, und deshalb werden wir nicht anfangen und sagen, jeder Gegner, der herkommt, den schlagen wir mit Bodenschlapfen. Bitte, Rainer Bortenschlager, letzte Reihe. Matteo Baraj, die Verletzung ist ja für Mittwoch ein Thema. War das heute, wäre es noch zu früh gewesen, wäre das ein Risiko gewesen? Weil der Dejan Ljubicic ist wahrscheinlich mit seiner Dynamik im Mittelfeld auch wertvoll. Oder geht sich das Mittwoch auch nicht aus? Ich denke, dass es ausgeht. Es war heute auch schon so, dass er mittrainiert, aber du brauchst halt gegen physische Mannschaften das Mittwoch genauso, und Sturm hat ja auch sehr physisch gespielt, brauchst du natürlich einen fitten Spieler, und am Mittwoch ist die Möglichkeit sehr, sehr groß, dass er spielen kann, und heute wäre die Chance war da, aber andererseits
war er nicht 100%. Und ich glaube, was ich schon gesagt habe, im Masterplan brauchst du 100% fitte Spieler. Danke sehr. Keine weiteren Fragen? Doch, der Alex Huber, Kurier, bitte. Es hat eigentlich fast so gewirkt bis zur roten Karte, dass das dem Spiel eigentlich sogar eher schlecht getan hat für euch, weil nachher dann auch die Fehlerquote noch höher geworden ist. Also das in irgendeiner Weise vor dem Spiel so erwartet oder war der Verlauf auch dann, wie es nach der roten gegangen ist, schon für dich überraschend? Oder gibt es eine gewisse Grundahnung, weil die Partien gegen Sturm waren ja immer knapp. Das 4:1 schaut jetzt sehr klar aus, aber das war ja auch an der Kippe. Wenn das in den Kopf reinkommt, dass es einfacher wird, dann ist kein guter Ansatz. Also ich habe zur Pause gesagt, dass wir im Prinzip auf Zug bleiben müssen, dass wir in Wahrheit jetzt den Ball eben schneller in den Rhein halten müssen, dass wir eben einmal die Lücke finden, dass sie natürlich jetzt nicht auf Teufel komm raus stürmen werden. Sie haben dann zwar den einen oder anderen Schuss gehabt, also ich bin weit weg von dem, was ich dann gerade gehört habe, dass das eigentlich die Besseren waren. Also das nicht, sie haben zwei Schüsse gehabt, die was eigentlich alles waren. Wir haben eigentlich auch wenig gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man kann immer ein Spiel so oder so sehen. Ja? Also ich bin der Meinung, ich hätte lieber mit 11 Spieler gegen 11 gespielt, weil ich glaube, das Spiel war interessanter gewesen. Und dann mit dem Ausschluss war es so, dass eigentlich dann Entscheidungen getroffen worden sind im Laufe der zweiten Halbzeit, wo ich mir gedacht habe, Öfer war mir lieber gewesen. Aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man da jetzt irgendwas, wir haben schon genügend Mannschaften zu 10 Punkte geholt und es war für mich von unserer Seite nicht das beste Spiel und Sturm hat brav verteidigt und hat gelegentlich einmal aufs Tor geschossen, aber ich glaube, das haben andere Mannschaften mit 10 Spielen auch schon geschafft. Auch der Klaus Hohlmann sollte man das glauben. Naja, aber ich bemerke immer dieses Flinker. Aber danke. Naja, dann war ich bei 3 nicht dabei. Da war ich bei 3 nicht dabei. Aber 2 aufs Tor, oder? War das dann Schüsse? Wir haben 17 Schüsse gehabt und wie viel war aufs Tor? Aber es geht immer aufs Tor. Aber ist ja die Bezeichnung, manchmal da sind es 5 Schüsse und da sind es 17 Schüsse nicht aufs Tor. Also, wir müssen das immer so sehen, ja, man kann es so oder so sehen. Ist sicher immer die Mitte. Oft ist das Beste. Alles klar. Sonst noch eine Frage an den Trainer von eurer Seite. Bitte, Philipp Scheichel, letzte Reihe Österreich. Bitte, in 3 Tagen geht es schon weiter. Also lieb nur 2 Sätze zum Spiel am Mittwoch gegen LASK. Was kommt da für ein Spiel auf euch zu? Wie richtungsweisend wird das auch im Kampf um den Vizemeistertitel? Richtungsweisend. Es wird wieder ein intensives Spiel. Wir kennen die Spieler. Also wir brauchen jetzt nicht aufhängen, was richtungsweisend wird. Es ist einfach so, es wird wieder ein Physiospiel werden, es wird wieder ein Ball über zweite Bälle gehen, es wird über einen Zweikampf gehen. Eben diese Spiele, was wir gegen LASK oft gehabt haben, und es wird genauso sein. Aber das heißt gar nichts, wenn da jetzt einer als Verlierer vom Platz geht, was jetzt keiner will natürlich, dass dann irgendwas vorbei war. Eins ist fix. Die Mannschaften, was jetzt sind, die spielen um Platz 2. Salzburg hat es heute eh bewiesen, dass sie die beste Mannschaft sind. Und jetzt spielen einige Mannschaften um den zweiten Platz natürlich. Und da gehören wir genauso dazu. Kleiner Hinweis, am Dienstag vor dem Last-Match haben wir unsere eh schon fast traditionelle, unser Zoom-Pressegespräch um 13.30 Uhr, wenn es um den Last geht. Fragen zum heutigen Spiel gerne. Bitte, Thomas. Dahingehend wahrscheinlich sehr bitter eben, dass man eben den Vorsprung jetzt nicht ausgebaut hat vor dem dritten Duell. Ne? Wenn man sich ein bisschen absetzen nicht kennen vom LASK jetzt schon mal. Von Sturm, ja, ich hätte nichts dagegen gehabt, natürlich. Also da brauchen wir nicht reden. Also es ist glaube ich jedem bewusst, dass wir heute da eine große Möglichkeit gehabt haben mit einem Sieg, dass wir sich absetzen können. Aber im Leben weiß man nicht, was passiert und du hast immer einen Gegner und der Gegner hat es defensiv sehr gut gemacht und hat auch die eine oder andere Chance gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben es nicht so gemacht, wie er es machen kann, aber das ist der Fußball. Also wenn der Fußball immer so wunderbar war, wichtiger wird sein, dass wir das verstehen, weil ich bin ja überzeugt jetzt wieder, dass man da irgendwo von einer Krise reden will. Und das wird von meiner Seite sicher nicht kommen, weil da sind die Jungs zu stabil. Dankeschön. Ich glaube,
alles ausreichend beantwortet. Wir sehen uns dann virtuell spätestens am Dienstag wieder. Danke.